Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Zauberei und Maschinen hier auf Derafins Channel. Ja, ihr musstet jetzt, ich gebe es zu, ihr musstet kurz ein wenig warten. Ja, das stimmt sogar. Ich guck gerade mal, was ich hier an verwertbarem Zeug einfach noch drin habe. Derweil, ihr musstet etwas warten. Aber es hat ja einen guten Grund. Ihr habt es ja jetzt sozusagen schon gesehen. Das kleine, naja, Special, was auch immer, wie man es nennen will, zu Zauberei und Maschinen, was ich euch noch präsentieren wollte, schon versprochen, zu Folge 20. Hat dann leider ja etwas länger gedauert. Das tut mir auch wirklich mal wieder sehr leid. Aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß damit. Und ja, ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß damit, das herzustellen sozusagen. So, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich habe nämlich tatsächlich es geschafft, auch an dieser Welt dabei nichts zu verändern. Hier sind noch Golden Transport Pipes, aber ich will mir noch ein paar mehr davon machen. Da bräuchte ich mal noch einen Goldbarren mehr, dann könnte ich mir noch zweimal diese Dinger da machen. Weil das Einzige, was ich ja zugeben muss, da sind sie schon ein, gemacht habe in der Welt, ist es nach Öl zu suchen. Und ich bin auch gar nicht mal so weit entfernt fündig geworden. Und dieses Öl werde ich mir versuchen, heute in der heutigen Folge zu schnappen. Jawohl, so, die Pumpe habe ich. Daraus mache ich mir gleich noch ein paar Behälter, wo ich den ganzen Mist dann reinleiten kann. So, hier erstmal. So, was so? Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gleich am Anfang so viele brauche. Ich nehme mir erstmal nochmal 4. Ich kann ja dann schauen, was dann kommt und dann noch panisch weitere machen, genau. Ansonsten, wie war das mit den Rohren irgendwie? So, genau. Jetzt mache ich mir mal nämlich noch ein paar davon. Ah, jetzt hätte ich schon mal Kakteen. Habe ich Kakteen? 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 Mist. Ich hole mir mal schnell Kakteen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Kakteen hatte. Hatte ich schon Kakteen? Ich glaube, ich habe, wenn, dann habe ich die bestimmt ausgemistet. Mist. Aber hier sind Kakteen um die Ecke. Ich brauche nämlich schnell Kakteen für Rohre. Genau. Für eine neue Art von Rohren. Eine Art von Rohren, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Die 3 reichen dank Äquivalent Exchange erstmal. Also, ja, theoretisch hätte auch 1 gereicht. Ich renn und spute und eile zum Ofen, wo ich dann mal schnell den Kaktus reinpacke. Aus dem ganz einfachen Grund, ich will Cactus Green herstellen. Die ganz normale Farbe sozusagen, die lerne ich jetzt mal schnell in meinem Transmutation Table. Das ist sehr schön. Dann werde ich mir nämlich davon jetzt direkt noch ein paar herstellen. Oh, mache ich da einen Stack einfach? Geht sich das aus? Wie viel ist das wert? Oh ja, das geht. Das geht wunderbar, weil das Schöne ist, damit kann ich jetzt am Crafting Table, wenn ich das hier einfach reinplatziere, dieses Pipe Waterproof herstellen. Sprich, damit kann ich meine Rohre dann wasserdicht machen.
Genau, ich kann mal schauen, ob ich das lernen kann, aber ich denke nicht. Nein, deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, da einen Cactus Green drin zu behalten. Schauen wir doch mal. So, hier die zwei kann ich auf jeden Fall auch noch rausnehmen. Und verwursteln schnell. Ich glaube, man muss es wirklich in die. Ach nee, man muss es nicht in die Mitte packen. Passt. So, weil jetzt kann ich das wiederum mit meinen Rohren kombinieren. Zack, 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 zack. Wie viel will ich? Ja, ich mache mir erstmal so. Jetzt sind davon noch 5 über. Ich habe das Zeug ja noch dabei, dann trotz allem. Aber ich brauche auf jeden Fall noch eine ganze Menge von Stone Pipes. Ha, vielleicht kann ich schon schlafen gehen, denn das sollte ich besser tun. Mist. Wo bleiben denn die? Hallo, Ressourcen. Ah, das ist schön. Sieht das nur komisch, ups, aus oder fällt da was runter? Ah, das sieht nur komisch aus wegen dem Gefälle. Ich glaube, ich muss das mal noch umbauen von den Rohren, dass das schöner vor dem Fenster langläuft. Zip, zip, zip. Ja, sehr schön. Was sammelt sich? Ja, viel Dreck. Oh, da kann ich was zu einem Comment sagen. Zu den Minern nochmal. Ja, genau. Das stimmt. Dadurch, dass ich Äquivalent Exchange drauf habe, ist ja eigentlich der Quarry, dadurch, dass er viel Müll auch mit einsammelt, gar nicht. Mal aufpassen mit den Creepern oder sonstigen. Der Quarry ist gar nicht so verkehrt, weil ich kann ja alles irgendwie verwerten. Hier noch was drin. Jo, das läuft. Da hinten. Ja, die Dinger können wohl auch explodieren, habe ich außerdem gelesen. Oh. War hier ein Zombie? Keine Ahnung. Egal. Aber das sieht ja noch alles andere als gefährlich aus. Was ist da los? Ah, läuft. Sehr gut. Ja, man sieht langsam, worauf es hinausläuft. Sehr schön. Aber ich will mich jetzt nicht lange von meiner eigentlichen Arbeit abhalten lassen und den erstmal in Ruhe weiter quarryen lassen. Genau, ich wollte mir jetzt nämlich noch eine ganze Menge Stonepipes machen. Kann ich da noch was dazu packen? Nee. Nee. Kann ich nicht. So, da ist noch ein bisschen Energie drin. Das ist ganz wunderbar, weil, wo ist er? Stone kostet ja auch glücklicherweise nicht viel. Da nehme ich mir direkt mal. Mal sehen, ob ich jetzt nicht doch maßlos übertreibe. Ich brauche auf jeden Fall vermutlich gleich den braunen Sack. Eieiei. Ah ja, jetzt wird das Inventar voll. Ich muss mal kurz was wegpacken. Das brauche ich nicht. Zahnräder brauche ich nicht. Eine Steam Engine brauche ich. Ich brauche ein bisschen was, um die anzuheizen. Da brauche ich vielleicht sogar mal noch ein bisschen mehr. Naja. Ah, da könnte ja das reichen. Das ist ja wunderbar. So. Das brauche ich gerade nicht. Die werde ich gleich brauchen. Sand brauche ich nicht. Die brauche ich gleich zum Craften. Das ist nie verkehrt. So, bla. Stone Transport Pipe habe ich sogar schon ein paar. Ah, die Tanks werde ich gleich stellen müssen. Naja, das sieht ja so. Das wollte ich eigentlich verheizen, aber ist egal. Dreck ist immer toll. Naja, das sieht erstmal gar nicht so schlimm aus. So, die Pumpe habe ich. Genau, ich stelle mir jetzt mal hier noch meine Tanks hin. Ich stelle die mir jetzt, glaube ich, erstmal. Ja, ich stelle die erstmal hier hin. Was dann da mit dem Zeug passiert, ist ja immer noch eine ganz andere Sache, nicht? So, hier kann jetzt auf jeden Fall erstmal Öl reinlaufen. Wunderbar, dann ist der Anschluss gewissermaßen. Ach nee, die muss ich mir jetzt noch waterproof machen. Genau, oh, da brauche ich vielleicht doch noch. Ups. Einiges mehr, vielleicht nicht mit Rohren rechts klicken. Sehr praktisch. Wahrscheinlich noch etwas mehr Cactus Green Zeug hier aus Pipe Waterproof Gedöns Graffel. habe ich jetzt dann überhaupt noch Glas? Wo ist das ganze Glas? Keine Ahnung. Zur Not hole ich mir neues. Puh. Ah, dann hebe ich mir mal eins auf. So. Aber da kommen eh sehr viele raus. Wenn ich das mal so sagen darf. Da mache ich eh erstmal vorsichtig so. Wie viele Stacks könnt ihr denn brauchen? Jetzt habe ich 3 volle Stacks. Dann mache ich noch den vierten. Ah, jetzt ist der fünfte angefangen. So. Halt, stopp. Jetzt geht's erstmal nicht mehr weiter mit diesen Rohren. Dann habe ich eh noch Glas über. Gut. Jetzt kann ich mir davon mal welche waterproof machen. Ja, und das reicht natürlich. Ach, und das mache ich nicht an dem Crafting Table. Ich brauche dann eh noch ein bisschen so von diesem waterproof Gedöns.
Definitiv. Aber das war ja zum Glück nicht allzu teuer. So, ja, so. Jetzt habe ich aber wirklich nicht mehr viel Energie über. Und ja, ich muss mich etwas sputen. Und ich muss diesen Crafting Table nehmen, weil ich ansonsten Jahre dafür bräuchte. Und ich müsste vielleicht erstmal das Cactus Green umwandeln, weil das auch am meisten Sinn machen würde. Und dann kann ich jetzt mal die Rohre noch so rum, ja, so rum umwandeln. Da sind noch Stone Transport Pipes. Wie viel habe ich jetzt? Hier einen Stack davon. Doch noch einen gemacht schon. Wo ist der? Hallo. Ach da. Sehr schön. Na, dann mache ich mir noch einen. Kann ich? Wie viel kann ich noch? Das, die. Okay. Naja. Okay. Das muss dann erstmal reichen. So. Stone und Gold. Und der Anschluss, huch. Der Anschluss kommt dann sozusagen jetzt hierhin. So, und an diesem grünen Gedöns sieht man ja, das ist jetzt dieses Waterproof-Zeug. Und ich renne jetzt erstmal schnell, schnell zu der Ölquelle, die ich entdeckt habe. Die ist da hinten in dem Wäldchen. Deswegen, ich muss sagen, ich habe das Video auf einer ganz anderen Map sozusagen produziert, die ich ewig erst gesucht habe, bis ich den richtigen Seed gefunden habe dafür, wo es mir gepasst hat mit der Ölquelle. Weil die ganze Szenerie wäre natürlich in so einem Wald nicht ganz so spektakulär umzusetzen gewesen. Vor allem in dem Verschneiten. Das kann man sicherlich nachvollziehen und deswegen, ja, das ist hier irgendwo in diesem Wald gewesen. Wie gesagt, das ist eine ganz alte Safe jetzt oder ein älteres halt von genau vor dem, nee, nach dem Let's Play von, ja, vom letzten, von Folge 21 sozusagen. Da habe ich ja auch noch nicht mal einen Bookmark oder irgendwas. Ja, Spinne irgendwo. Ah, oh, habe ich nur eine Spitzhacke? Ich habe noch ein Schwert. Spinne? Be careful. Ich bin in der Nähe. Oh, ich hätte mir das echt bookmarken sollen. Ich weiß nur, es war hier irgendwo in diesem Waldzipfel Öl. Oh, da hinten, schwarz, habe ich da hinten. Ah! Ja, hallo, here we go. Ich hätte gar nicht so weit laufen brauchen. Das ist nämlich, wenn man das sieht, da hinten ist Haus. Man sieht sogar die Nupsi-Bäume und das Dorf. Und ich denke mal, im Gegensatz zum Video, wo ich das auch einfach für die Optik gemacht habe. Ja, ich habe die Stones über. Werde ich mich jetzt hier mal irgendwie wartungstechnisch hochbauen einfach. Weil. Ja, ich denke, es wäre am sinnvollsten, wirklich die Pumpe dort oben ansetzen zu lassen. Ja, einfach weil da dann ja wahrscheinlich die Quelle drunter sitzt. Ups, jetzt brauche ich doch wieder auch die Pickaxe. Vermute ich jetzt einfach mal, dass da dann die Quelle drunter sitzt und da ist dann. Wenn da so ein großer Sprudel rauskommt, vermutlich auch ein großes Lager irgendwo drunter. Das will ich dann natürlich direkt mitnehmen. Ist ja klar. Wäre ja sonst auch verschwendet. So, so. Und dann mache ich das hier hin und dann kann ich da schon mal die Pumpe ranbauen. Die Pumpe! Pumpe, Pumpe, Pumpe. Wo habe ich sie denn jetzt? Da. Zack. Pumpe ran. Sehr schön. Da ist schon irgendwas passiert. Ah ja. Direkt reingefahren. So. Und ich will hier natürlich noch nichts in Betrieb nehmen, aber ich könnte schon auch direkt die Steam Engine anschließen, die ich anschließen will. So. Und dann mache ich mir hier auch direkt noch eine kleine Wartungsplattform. Irgendwo muss ja dann auch der Redstone hin. Von dem, bin ich im Weg, ja, das Ganze dann auch betrieben wird. So, aber jetzt. Aha, das wird ganz schön umständlich hier. Umständlich. So. Besser. Okay, von hier kann ich es dann starten. Brauche ich aber noch nicht, weil dann würde das ja total chaotisch irgendwo hinpumpen. Deswegen muss ich jetzt mit dieser Pipeline, weil ich habe die Hoffnung, dass das wirklich. Oh. Mist, ich sollte vielleicht noch nicht so tief runter. Ich habe die Hoffnung, dass das wirklich sehr, sehr, sehr viel Öl ist, weil das sieht ja schon mal wirklich vielversprechend aus, was hier,
rausgeflossen kommt. Vielleicht sollte ich es von oben angehen. Aber dann komme ich schlecht runter. Oh, Mist. Ich muss hier erstmal irgendwie mich zurechtfinden. So. Naja, eins muss ich schon noch so daran machen. So. Zack. Und jetzt kann ich nach unten gehen, ganz bequem, aber nicht zu weit. Noch eins vielleicht. Jetzt kann ich erstmal wieder nach links gehen. Ja. Das mit den Pipelines ist gar nicht mal so. Ja. Ich habe jetzt auch die Goldpipes einfach auf Verdacht gebaut, dass die hoffentlich hier bei den Pipelines genauso funktionieren wie bei den Transportpipes, weil ehrlich gesagt habe ich das bei den Pipelines auch noch nie ausprobiert. So. Und die mache ich hier weg. Und dann bastle ich da mal schnell. Ach nee, aber ich hab noch Redstone dabei. Das ist ja ganz wunderbar. Ich wollte schon sagen, ich hätte mir vielleicht noch ein paar Redstone-Torches craften sollen. Sieht das gepowert aus? Nee. Oder? Muss man die irgendwie anders powern? Mache ich irgendwas verkehrt? Ich mache doch bei den anderen nichts anders. Ja, ich kann das ja dann eventuell noch in der nächsten Folge austauschen, die Goldpipes. Das ist ja, ups, dann nicht viel Aufwand. Und ja, ich baue jetzt hier einfach mal noch ein bisschen weiter, bevor die Folge ewig wird. Allerdings werde ich dann mal noch schnell etwas Comments beantworten oder nochmal auf Comments eingehen. Es hieß beim letzten Mal, oh, es wird Nacht. Na, jetzt wird es ja dramatisch gleich unter Umständen. Jetzt kann ich hier mal noch wieder eine Redstone-Torch hinbauen. Mal gucken, ob es so besser aussieht. Naja, vielleicht, hä? Und man weiß nicht, ob es der Schimmer von der Torch ist. Also ich zumindest kann es gerade nicht. Da ist ein Baum im Weg. Ich kann es gerade nicht beurteilen. Tja, und da fängt schon an, ja? Hier Öl, die Natur muss weichen. Oh, jetzt werde ich aber langsam. Ich spute noch mal schnell zum Haus. Ich bekomme nämlich langsam Angst. Ich will nämlich nicht bei meinem Vorhaben in die Luft fliegen. Ha! Und ich glaube, ich habe die Tür offen gelassen, wie immer. Oh nein. Oh, Dera. Dera, vielleicht hätte ich mir auch mal einen Waypoint setzen sollen, aber ich glaube, ich habe die. Oh. Die Richtung jetzt zumindest. Oh oh. Ich bin vorbeigelaufen. Grob, ganz gut. Oh oh. Intus. Und schlafen. Nein, Monster ist hierbei. Es war so klar. Oh, da vorne. Ah, das sind die. Verdammtes Skelett. Ein Bogen. Den hole ich mir schnell. Schnell wieder rein. Und hoffentlich geht's jetzt. Perfekt. Ah, solange mich nicht ein gespawnter Creeper gleich noch in die Luft jagt. Oh, das ist massiv Dreck. Ich muss mich auch langsam mal etwas beeilen. Es stirbt auf jeden Fall gerade noch ein Skelett vor sich hin. Oh, Power 1. Sweet. Direkt ein verzauberter Bogen vom erstbesten Skelett erbeutet. Na, das finde ich doch mal nice. Ich gucke jetzt auch direkt nochmal, hab's so ein bisschen im Überblick, wo hier Zeug wegstirbt, in der Hoffnung noch natürlich etwas Materialien mitnehmen zu können. Ich esse mal schnell noch ein Brot. Bei der ganzen Leichenfledderei bekomme ich Hunger. Nein, wait. Oh, und ich sehe gerade, die Folge wird heute wirklich sehr lang. Aber, Pech. Ja. Ach nee. Ja, nee, ich werde jetzt aber gleich auch aufhören. Genau, ich wollte eigentlich noch Comments beantworten. Ich war beim letzten Mal hektisch. Oh, da unten ist ein Creeper. Unschön. Da drüben ist die Pipeline. Das stimmt auch. Ich will ja, ich bin leider manchmal so in den Let's Plays. Es tut mir leid, wenn euch das negativ auffällt. Ich versuche das auch dann immer manchmal ein bisschen auch wieder mich runterzufahren, wenn ich selber merke, dass es zu wird. Aber naja. So ist das halt manchmal. Ich will dann auch natürlich bei Zauberei und Maschinen, weil es so viel zu zeigen gibt und so viel zu tun gibt, sozusagen, will ich dann natürlich auch immer möglichst viel zeigen und möglichst viel machen mit den Mods und nicht ewig rumdümpeln und mich ewig mit Nebensächlichkeiten aufhalten, sondern einfach immer munter lang hin, so ein bisschen. Ich brauche Dreck. Ein bisschen
Content liefern, quasi. Keine Ahnung, nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß doch auch nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ja, nee, keine Ahnung. Ich werde schon total verrückt jetzt, wenn ich mich hier so anfangen muss zu rechtfertigen. Ich bin halt so, tut mir leid. Andere Dinger, die ich noch ansprechen wollte, genau, der Industrial Craft Mining Drill wird dann natürlich das nächste Ziel auch werden, was Werkzeuge angeht, klar. Den kennt vielleicht schon der eine oder andere. Ist ein ganz praktisches Teilchen. Ne, da mache ich vielleicht nochmal Gold hin einfach. Weil das Ganze funktioniert dann so, dass ich nicht mehr das Ganze ja reparieren muss. Die Diamantspitzhacke sozusagen. Sondern einfach mit Energie, die ich in einem Batteriepack im Optimalfall auf dem Rücken praktischerweise bei mir trage. Ja, gespeichert ist und einfach nur noch von dieser Energie zehrt und sich nicht mehr verbraucht und dann kann ich irgendwie, wenn ich zu Hause bin, mal wieder die Energie aufladen und ach, das funktioniert dann ganz wunderbar. Voraussetzung ist natürlich, dass ich endlich mal dazu komme, meine Solaranlagen zu bauen. Ich habe das ja auch schon seit Ewigkeiten versprochen. Das verzögert sich ja jetzt schon wieder. Naja, so ist das halt. Aber ich denke, das kann man jetzt auch verstehen, weil hier geht es ja jetzt ganz gut voran mit dem Öl und so, hoffentlich dann gleich bald. Ich bin ja fast da. Ich mache auch gleich Schluss. Tut mir leid, dauert nicht mehr viel länger. Oh nee. Was sollte ich denn noch sagen? Genau, das mit dem Müll und dem Quarry hatte ich ja schon angesprochen. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Und das Letzte, was auf meinem Notizzettel steht, ist einfach nur noch eine Notiz, die mir jetzt natürlich auch nicht mehr viel nützt. An was ich alles... Ich hoffe, ich habe Stöcke oder irgendwas dabei. Ah, Torches. An was ich alles denken soll, wenn ich auf die Reise zum Öl gehe. Ganz toll. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vor allem mit dem kleinen Extra. Das hat mir auf jeden Fall etwas Arbeit, aber vor allem sehr viel Freude bereitet. Umso mehr würde ich mich jetzt natürlich auch über Feedback dazu freuen. Wenn es euch super gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne ein Däumchen mal hinterlassen oder weiterempfehlen, weil dann wäre ich natürlich auch sehr motiviert, in gewisser Art und Weise vielleicht auch weiterhin mehr so gescriptete Sachen mal zu machen. Ich versuche das ja immer schon in den normalen Specials so ein bisschen einzubinden. Jetzt ist aber dann auch genug mit der Schleichwerbung, aber ich vermute eh, dass nur noch die wenigsten jetzt nach dieser ewig langen Folge zuhören werden, weil ich ja doch eigentlich nur hier mich mit Pipeline und Gedöns beschäftigt habe. Aber ich verabschiede mich einfach mal in diesem Sinne, bedanke mich fürs Zusehen, wie immer wünsche viel Spaß mit den weiteren täglichen Uploads, weil ich habe es gleich geschafft mit meiner Pipeline. Ich bin gleich zu Hause angekommen, ich fange jetzt einfach mal hier nochmal an der Seite an, einfach weiterzubauen, zack, 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 das geht jetzt erstmal schneller auf welche Höhe, die. So, ansonsten natürlich, ja, bis zum nächsten Mal, tschüss.